Stockholm. Zum Spiel und beginnen mit unserem Gast aus Landsberg, Marian Urtig. Guten Abend. Also, es ist nicht viel zu sagen. Herne hat ein bisschen besser gespielt. Hat er 7 zu gewonnen. Das geht in Ordnung. Aber wir haben sehr viele Fehler gemacht. So kleine Fehler hinten, welche auch dann verursacht haben, dass Herne Tore geschossen hat. Wir haben heute praktisch halbe Mannschaft im Bett, sind alle kaputt. Ich bin froh, dass wir nicht noch verloren haben. Auch wenn wir vorne ganz gut mitgemischt haben, hinten haben wir ein bisschen lasch gespielt. Ich glaube, diese 7-2 geht in Ordnung. Ich bin froh, dass im letzten Drittel die Mannschaft hat sich noch aufgepappelt und dann hat er nochmal ordentlich gespielt, dass wir nicht hoch verloren haben, auch ein paar Tore geschossen und dadurch gratuliere dem Herrn. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Götze. Und der Kommentar zum Spiel von unserem Trainer Niklas Sundblad. Ja, schönen guten Abend. Ich bin zufrieden, wir haben gewonnen. Ist nicht so einfach, diese Spiele. Wir müssen immer Fokus bleiben, ganze Spiele haben wir gemacht. Wir kriegen 3-0 Führung und wir wollen die Scheibe tief und hart gehen. Wir wissen, da hat wenige Leute da. Und der harte WG, der wurde müde. 3-0, anfangs weiter, hat ein paar Chancen gekriegt und ein bisschen auf die Jungs geschrien. Aber ja, dann habe ich gut weiter gespielt, auf 5-0. Respekt zum Landsberg, der weiter gekämpft in der dritten auch. Normal könnte ich sagen, ja, wir fahren zu Hause bald, aber weiter gekämpft und war gut. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel und wir wollen vorbereiten für Degendorf am Sonntag. Dankeschön. Ja, schön, Niklas. Die immer wiederkehrende Frage, gibt es dazu Fragen seitens der Presse? Nein. Nicht? Was war mit Toni Bader? Toni Bader war kein Konter. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Also ich muss sagen, dass in Bayern ist wirklich mit dem Grippe mehr los als hier oben. Und das geht von unten nach oben. Ich wünsche euch das nicht, aber das ist so brutal, da ist jeder zweite Mensch krank bei uns. Nicht nur auf dem Mais, meine ich auch Bevölkerung. Das ist scheiße. Das ist das Wetter, es ist zu warm. Okay, dann soll es das für dieses Mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Unseren Gästen aus Landsberg wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute und eine gute und sichere Heimfahrt. Ja, unsere Crusaders sind am Sonntag im Einsatz, bekanntermaßen in Deggendorf. Dann ein weiteres Auswärtsspiel heute in einer Woche beim e.V. Füssen. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, am Sonntag, den 29. November, hier um 19 Uhr gegen die Passau Black Hawks. Bis dahin ein schönes Wochenende, eine arbeitsreiche und kurzweilige Woche. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.